Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Part von Splatoon im Story Mode. Und was ist mit der Cam los? Jetzt, okay, ja, fang ich einfach nochmal an. Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Part von Splatoon im Story Mode. Es geht hier weiter mit Level 17 und ich habe es auch so direkt gemacht, ein bisschen privat gezockt. Das war alles gut nach der Reihenfolge, jedes Level machen können. Also ich habe soweit alle gesucht und gefunden. Und ja, jetzt weiß ich übrigens, wie oben rechts hier, naja, dieses Symbol halt, was da halt da ist. Das sind Fischeier. Das habe ich jetzt erstmal gecheckt. Durch ein Review. Aber egal, machen wir weiter mit Level 17. Oh, wie hieß das Level nochmal? Ich habe es jetzt gerade vergessen. Auf jeden Fall war es ein bisschen schwierig, habe ich so das Gefühl. Im Visier der Oktoschützen. Ja, das sind die dreisten Sniper. Ein Oktoschütze! Tauch vielleicht lieber ab. Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Aber ich werde es trotzdem so machen, weil ich habe ja nochmal so offscreen nochmal, also da bin ich nochmal die andere Level durchgegangen, um genügend Fischeier nochmal zu sammeln. Aber ich werde weiterhin erstmal sparen, weil für die zweite Stufe bzw. für die dritte Stufe braucht man ja 1000. Und ich möchte die anderen Sachen auch gerne erweitern. Und ja. Na, wobei, ich könnte wenigstens auch was für die Waffe ausgeben. Das wäre wenigstens noch drin. Oh, jetzt ist irgendwas. Nö. Dann können wir gerne weitermachen. Ich hätte auf jeden Fall dann noch, allgemein jetzt nochmal gesagt, nochmal so ein kleines Thema. So über 5 bis 10 Minuten. Ne? Aber das mache ich dann in einem Mario Kart Deluxe Online Part. Und ja. Aber zum Glück, das kann ich jetzt so kurz erwähnen, man hat eigentlich sowieso kaum was gemerkt, dass ich jetzt endlich wieder Internet habe. Ich hatte einen Tag kein Internet, weil der WLAN-Router komplett am Arsch war. Aber naja, man hat sowieso nichts gemerkt, also war es jetzt auch nicht so schlimm gewesen. Aber für mich schon, der eine Tag war schon, ah, das war wirklich schlimm. Und das ist eigentlich an dem Internet sowas von dran gewöhnt. Naja. Geh lieber in Deckung. Och nö, nö, wir kriegen das schon hin. Easy going. Nein, wobei, nicht so ganz easy going. Die können uns one-hitten. Die schießen so wie Sniper. Das ist ein bisschen schwierig. Ja, vielleicht ein bisschen, aber nicht so stark. Wow, das war ein bisschen waghalsig, der Sprung. Komm, euch treffe ich euch. Dein Kumpane kommt auch gleich mit dazu. Perfekt. Wunderbar. Aber ich muss ein kleines bisschen sputen. Splatoon 2 kommt in einer Woche raus. Und das habe ich vorbestellt. Also hoffentlich bekomme ich es pünktlich. Sonst bin ich etwas am Arsch, habe ich so das Gefühl. Weil ich will das auch Zeit zum Release aufnehmen. Und naja, hochladen wahrscheinlich nicht. Irgendwann am nächsten Tag, während der Nacht oder so. Aber sonst glaube ich nicht. Bis jetzt keine Schriftrolle gefunden. Hoffentlich finde ich sie noch. Das wäre nett. Ja, dieses Level ist ein bisschen, naja, auch etwas nervig. Von diesen, ich nenne es einfach Octos, na, aber das passt irgendwie so besser irgendwie, ne? Die sehen auch aus. Na komm, was ist jetzt? Kann ich die nicht treffen? Von dieser Distanz aus? Na, wahrscheinlich nicht. Na gut, dann versuche ich mich ein bisschen so drumherum, wenn das geht. Ah, dann warte mal, ich kann auch einen Täuschungsangriff ausführen. Hat er nicht mitbekommen? Komm! Bist du wertlos oder was? Na komm! Hat er nicht gecheckt oder was? What? Ach so, nee, ich hätte gedacht, der wäre jetzt der Tod. Okay. Bis jetzt läuft es auch einmal fremd OBS, aber ich will lieber nichts sagen. Sonst lag's lieber. Ich verstehe OBS momentan irgendwie gerade gar nicht so richtig. Ich nehme ja nicht mit dem CPU von meinem PC auf. Also von der Codierung her, sondern mit der Grafikkarte. Ich verstehe es einfach nicht, warum. Das ist jetzt schon so seit Tag, so, warum das so ist.
Ah ne, ich könnte normalerweise da nach oben, wenn diese Tintenkiller mir nicht auf den Sack gehen würden. Boah, ist das... Boah, aber ich hab's geschafft, ich hab's geschafft. Boah. Das war sowas von Risk. Ich hab das Gefühl, so langsam... wird der Level Schluss sein, ne? Oh. Verdammt, ey. Hätte ich das jetzt gerade auch hinbekommen. Das war... die Aktion, die war ein bisschen... die Dinger nerven, ey. Die nerven wirklich, ne? Mann. Ich hasse die, bitte. Die geben mir sowas von auf die Nerven. Ja, macht's noch schlimmer. Boah, ey. Die sind wirklich noch nerviger als die normalen. Also, die etwas schneller schießen und so. Und halt schon etwas kräftiger. Kann ich es auch nicht anders versuchen? Mich so dagegen werfen oder so wenigstens. Ja, das bringt's was. Ja, es hat schon was gebraucht. Da denkst du, ne? Du kannst gar nichts, du hast kein Aim. Dich eliminiert. Exzellent! Auf jeden Fall, wunderbar. Aber wie gesagt, ich bräuchte schon langsam die Schriftrolle. Ich habe das Gefühl, jetzt bekommen wir den letzten Checkpoint, kann das sein? Ja, ich sehe es schon. Oh, oh, oh. Verdammt. Ach ja, jetzt kommt dieser letzte Levelabschnitt. Oh. Da gibt es eine fiese Variante vom Squid Amiibo, ey. Mit unbegrenzter... nee, mit begrenzter Tinte. Oh, das ist so schwierig. Hoffentlich ist hier die Schriftrolle, ey. Sonst darf ich es nochmal machen. Und das möchte ich bei sowas eigentlich gerne ungern verhindern. Okay, ich kann es jederzeit nachschneiden. Aber ich will jetzt nicht so ein krasses Video machen, was über eine halbe Stunde geht. Und dann schneide ich noch nicht mal viel. Also, weil es noch nicht mal viel gibt, wo ich schneiden könnte. Sagen wir es mal so. So wie es aussieht, habe ich keine Ahnung. Da ist auch schon das Ziel. Wo ist die Schriftrolle? Wo ist die Schriftrolle? Ich bin schon längst dran vorbei, das ist mir klar. Aber wo war die Schriftrolle? Wo ist die Schriftrolle? Nein! War das dämlich. War das dämlich? Ja, da oben ist Elektrowels. Ja, das habe ich schon gecheckt. Trotzdem danke dafür. Ich werde jetzt kurz im Schnelldurchlauf gehen. Oh, sowas im harten Risiko, ey. Oh, scheiße. Aber ich bekomme es wenigstens hin. Okay, der muss kurz eliminiert werden. Ah, verdammt, Mann, ne? Dass ich die Schriftrolle einfach nicht finden kann, ne? Ach, na gut. Dann müsste ich wohl oder übel wieder schneiden. Hilft ja nichts. Ich habe wirklich keine Ahnung, wo die sein könnte. Hm, du bist ja echt nicht ohne Nummer 3. Danke Nummer 2. Was er gesagt, Leon. Ja, dann hilft nichts. Aber desto trotz. Ich werde hier an der Stelle schneiden. Und wir sehen uns dann wieder, wenn ich dann die Schriftrolle habe. Also. Bis gleich. Ja, ich habe das Gitter bemerkt, aber ich bin beim ersten Try habe ich daran nicht gedacht, einfach durchs Gitter und zu tauchen, obwohl es eigentlich so klar war, dass die Schriftrolle hier war. Oh Mann. War das ein richtiger Noob-Fehler mal wieder. Na okay. Bis gleich. Gut, dann habe ich soweit. Und die Schriftrolle besagt diesmal: Diese beiden jungen Damen haben mit ihrem Lied dem Publikum beim Nachwuchsgesangswettbewerb die Tinte in die Augen getrieben und unter tosendem Applaus den Sieg nach Hause getragen. Ja, mich würde es gerne interessieren, welches bekannte Lied von den Squid Sisters als erstes gesungen wurde. Vielleicht das Splatfest-Theme? Oder einfach nur Calamari Inkarnation oder wie es auch je nachdem heißt. Auf jeden Fall das Team vom Final Boss von DJ Octavio.
Scheiße, jetzt habe ich schon erwähnt. Ach, ist es scheißegal. Jeder hat Splatoon den Story-Modus gezockt und. Ah, jetzt ist sowieso egal. Lass ich mich kurz aufs Gamepad schauen. Ich muss zu 18. Bisschen zu weit. Dahin. Level 18. Ja, Mark, der Streichbürsten. Let's go. Yahoo. Gut. Levelaufbau. Achso, heißt ja, ja, Mark, der Streichbürsten. Ich wollte es gerade sagen. Sieht aus wie so ein. Naja, mir fehlt das Wort, aber. Naja, belass was einfach beim Jahrmarkt. Ich wollte es noch anders sagen, aber mir fällt das Wort gerade nicht ein, weil, keine Ahnung. Dumm. Ja, wir brauchen noch ein paar Fischeier. Wo ich immer Erfahrungspunkte gesagt habe. Ich bin darauf nicht gekommen. Es sind irgendwelche komischen orangenen Dinger mit einem Fisch drauf. Ich bin auf die Idee nicht gekommen, dass das einfach Fischeier darstellen soll. Ich bin erst später auf den Begriff gestoßen. Ja, genau. Kann man schon so sagen. Na, ich will den Ballon gerne platzen lassen. Das mache ich gerne für die Erfahrungspunkte. Fischaugen. Ist ja klar. So, hier müssen wir diesmal hoch. Das sieht ein kleines bisschen gefährlich aus, aber es kriegt immer schon hin. Hier ist so dann ein Rüstungsgegenstand. Ah, hier sieht es wieder so ein kleines bisschen aus. Naja. Wir müssen mal ein bisschen vorsichtig uns ran pushen, irgendwie so gesagt. Und ja, die kleinen nerven auch so ein bisschen. Hm, da könnte die Dings sein, schon die Schriftrolle, ne? Kann das sein? Ich sag einfach mal ja. Es wird auch so sein. Das war klar. Warum auch immer? Warum schaue ich die ganze Zeit hier, obwohl ich hier die Facecam stehen habe? Ich weiß es auch nicht. Gut. Ja. Hier müssen wir nach oben auf jeden Fall so weit. Ganz okay. Na. Na komm, das kriege ich doch hin. So doof stelle ich mich doch nicht an. Das ist soweit ganz gut auf jeden Fall. Ja, die Schriftrolle haben wir auf jeden Fall. Jetzt könnte man eventuell durchrushen. Aber trotzdem wollen wir noch die letzten Level noch genießen. Ich werde noch ein Video auf jeden Fall noch machen. Wo wir so zum letzten Mal Splatoon 1 spielen, weil wenn dann Splatoon 2 rauskommt, jeder hat, oder sag ich jetzt mal, fast jeder hat eine Switch. Und da wird auf jeden Fall Splatoon 2 gezockt und Splatoon 1 wäre dann so mit Geschichte. Ja, deswegen hat es dann für mich keinen Sinn mehr, obwohl ich sogar selber wieder zocken kann. Warte mal. Nee, falsch. Jetzt bin ich wieder vom letzten Checkpoint wieder hingegangen. Total falsche Adresse. Dumm wie immer. Aber ja, das ist halt so. Die Fischeier möchte ich gerne haben, aber dabei nicht failen. Okay, vorsichtig. So, ganz gut. Jetzt müsste auch gleich die Passage mit den Octolink kommen. Ah, das wird ein bisschen schwierig, aber ich glaube, das wird nicht so schwer. Ach, gibt auch noch Schlüssel. Hiermit, das muss ich jetzt nicht mehr. Das mit diesen Schlüsseln. Das wusste ich jetzt wirklich nicht mehr. Hier ist es sogar noch ein paar Erfahrungspunkte. Fisch, Eier, klar. Mann, nerv nicht. Ah, hier ist auch noch mal was. Das hätte ich jetzt fast übersehen. Wir brauchen so viel. Boah, what a man. Ich mach's aber spannend, ey. Vorhin gefailt. Auch so eine Aktion geleistet. Geschafft. Aber jetzt hier. Ja, letzte Checkpoint. Ja, ja, jetzt kommt's, ja. Diesmal haben es da solche, Tang-Dinger. Tang. Naja, auf jeden Fall dieses Tang-Zeug halt, mein Gott. Ja, ich habe noch weitere Rüstungsgegenstände. Da ist es ja so, bei jedem Treffer, jetzt werde ich momentan zwei Treffer einstecken. Ich glaube, bei Splatoon 2 ist es so, je Rüstungsgegenstand oder Item, je nachdem, wie man es sehen will, ist es ja so, dass man sogar zwei Antreffer je Rüstungsgegenstand wegstecken kann. Vielleicht habe ich mich noch falsch verhört. Man kann den Inkling teilweise nackt sehen. Toll, aber nur für kurze Zeit, dann ist der Rüstungsschutz wieder da. Aber wir haben den Schlüssel dafür, wir müssen hier hoch.
und haben damit den Level absolviert. Yay! Wunderbar! Ich habe jetzt übrigens mit der Cam herausgefunden oder so, ob das mit der alten Cam genauso war, wenn es etwas dunkel war, es trotzdem flüssig bleibt, wie jetzt, was jetzt gerade momentan irgendwie nicht ist, warum auch immer. Aber weil ich es gestern getestet habe, es war trotzdem irgendwie flüssig. Egal, ich lasse es jetzt so, scheiß drauf. Ja, kommen wir wieder zurück zum Game. Okay, Schriftrolle 18. Täglich Schlussverkauf im Booyah-Bazaar. Nur die beste Mode zu den besten Preisen. Wer sich hier nicht blicken lässt, braucht sich nirgends mehr blicken lassen. Das ist auf jeden Fall mal eine gute Ansage. Okay. Hui, bei dem Tempo schnappst du den riesen Elektrowels gleich. Na, so schnell jetzt nur noch wieder nicht. Und es geht weiter zur 19. Durchdrehende Plattformen. Formen, nicht Formen. Warum auch immer ich das auch gerade so gesagt habe. Mal schauen, ob ich da noch weiß, wo die Schriftrolle ist. Ah, das ist wieder dieser Soundtrack. Irgendwie, keine Ahnung, aber irgendwie hat er was. Das war auch der erste Soundtrack, den man im Trailer gehört hat. Das war vom Story-Trailer gewesen. Da war dieser Soundtrack zu hören. Irgendwie passt das, keine Ahnung. Ich finde ihn eigentlich sogar recht gut. Es gibt wirklich einige Soundtracks aus Splatoon oder naja, eigentlich sogar alle, die mir wirklich sogar sehr gut gefallen ist. Es ist wirklich so. Ist zwar etwas Spezielles von den Soundtracks her, aber es ist was anderes und ich finde die ganzen Soundtracks, also alle Soundtracks jetzt aus dem ersten Teil, gefallen mir. Es ist wirklich sehr, sehr schön. Es ist wirklich sehr, sehr schön. So, Checkpoint wird erreicht. Pass auf da oben. Ja, es ist ein bisschen viel was los, aber das sind die, die ich auch nicht leiten kann. Ob du Rekruten von diesen Varianten und her. Naja, ich will jetzt nicht so krass Speedrunning, denn wir müssen ja Schriftrolle sammeln. Wenn ich die Schriftrolle dann nicht im First Try schaffe, dann heißt das für mich, ich muss im zweiten Durchlauf genau nochmal nachschauen und dafür cutten. Und ich gebe es zu, ich bin etwas faul, was das Schneiden angeht. Deswegen versuche ich immer bei irgendwelchen Leveln, sei es jetzt, geht doch mal da hoch! Danke. Sei es jetzt wie jetzt hier in Splatoon oder in NSMU oder so als Beispiel, möchte ich die Level so schnell wie möglich schaffen und dann eventuell auch mit, wenn es bei Matron Secret Exit gibt, dann auch mit Secret Exit und allen drei Star Coins. Deswegen, mir macht das momentan wirklich auch Spaß und so. Seitdem ich die Capture Card habe, das war im März, wo ich Zelda gestartet habe, aber was ich dann doch beendet habe, weil was bringt das erstens von dem kleinen YouTuber Zelda anzuschauen und zweitens immer noch recht am Anfang zu sein, während die anderen großen Let's Player ziemlich weit sind. Deswegen bringt das nicht so viel. Deswegen habe ich es auch aufgegeben. Deswegen bringen würde dann sowieso nicht mehr so viel was bringen, deswegen habe ich einfach auch abgebrochen und ja. Hier sind noch diese anderen Bots hier. Ich würde sagen, du hast den Dreh raus. Ja, den habe ich schon lange raus. Letzter Checkpoint. Ich habe bestimmt schon die Schriftrolle übersehen. Kann das sein? Kann das eventuell schon sein, dass ich die Schriftrolle verpasst habe? Sieht ganz stark danach aus. Ja, das sieht auf jeden Fall danach aus. Und sei denn, ich kann die irgendwie noch finden. Perfekt mit Ansage. Perfekt. Okay, damit habe ich das nicht gerechnet. Ich wusste auch nicht mehr, dass die Schriftrolle da war. Ich habe jetzt spontan jetzt auf der anderen Seite nachgeschaut. Und aber es hat sich sogar bezahlt gemacht, dass ich einfach mal danach geschaut habe. Sonst müsste ich es einfach nochmal machen. Aber gut auf Glück hier. Einfach. Nein, das versuche ich jetzt lieber nicht. Doch nicht. Ich warte doch mal ein bisschen. Aber wie gesagt, gut auf Glück doch nochmal die Schriftrolle gefunden. Ne? Das ist ein First Try, so wie es für mich sein muss. Perfekt. Perfekt. Hab ich merkt, so eigentlich wird es nicht mehr flüssig. Obwohl es 720 Space und mein Wii U Gamepad zackt. Jetzt wird er so langsam. Muss ich es wieder aufladen.
Naja gut, ja. Nummer 19, Schriftrolle. Gewährt das große Wuschelige dem kleinen Gestreiften ein Zuhause oder steuert der kleine Gestreifte das große Wuschelige? Vermutlich ist es egal. Fall für Galileo Mystery, denn die kriegen ja immer alles hin. Gibt es überhaupt noch? Ich kenne nur noch Arctix. Nee. Du hast einen geschnappt, du bist ganz schön gewieft. Kann vermutlich sein. Und dann würde ich sagen, vielleicht war es mal ein etwas kürzerer Part. Ich werde es dann sehen von der einen Passage, wo ich sowieso schneiden muss. Bin mal gespannt, mal schauen. Vielleicht so 20 Minuten. Aber ich will es noch nicht mehr in die Länge ziehen. Würde ich sagen, wenn euch dieser Part gefallen hat, gebt gerne einen Daumen hoch. Wenn ihr wollt, könnt ihr mich auch gerne abonnieren. Also würde ich sagen, bis einem weiteren Part von Splatoon im Story Mode. Und ich muss langsam schnell machen, bevor Splatoon 2 rauskommt. Ja, also würdet ihr mehr Splatoon eventuell bekommen, anstatt von den anderen. Das war normal, weil ich nochmal kurz hinzufügen. Aber ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und ciao, Leute. Macht's gut. Tschüss.